Tod eines Idols. Wem passiert das schon, dass er beim Pinkeln quasi am Arsch, Verzeihung, quasi am Anus der Welt, wo sich Fuchs und Henne gute Nacht sagen, nämlich in Hintertimpfel-Oberreit, das ist in der Nähe von wo eigentlich? Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls in Hintertimpfel-Oberreit oder so ähnlich. Also, wem passiert das schon, dass in einem Kaff wie diesem, in einem mehr oder weniger heruntergekommenen Landgasthof im Pissoir notgedrungen sein Geschäft verrichtet und steht bei dieser höchst privaten Sache direkt neben seinem Idol? Wem passiert das schon? Was glauben Sie? Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit solch einer Begegnung? Zur Verdeutlichung, mein Idol ist nicht irgendwer. Er ist ein Weltstar. Er gehört zur Creme de la Creme der Reichen und Schönen. Er ist ein Oberpromi, ein echter VIP aus der obersten Schublade der Glanz- und Glitzerwelt. Die gesamte Damenwelt auf diesem Planeten, vom Teenie bis zur Diva, himmelt ihn an, bekommt weiche Knie, einen verklärten Blick und wer weiß was, nicht noch alles, wenn er nur auf der Mattscheibe erscheint. Jeden Tag sind die Hochglanzmagazine voll von ihm und seinen neuen Eroberungen. Ein echter Jäger, der die Girlies und Starlets reihenweise flachlegt. Ja, ich gebe es zu. Er verkörpert alles, was ich gerne wäre. Den Hautigen, den Draufgänger, den Frauenschwarm, den Typ, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, der aufbegehrt, der bekannt ist für seine markigen Sprüche und der mit der Faust auf den Tisch schaut, wenn ihm was nicht passt. Quasi der Wilde mit seiner Maschine. Mal und Brand und nichts dagegen. Kann man alles nachlesen? Jawohl. Mein Gott. Wie oft habe ich mir gewünscht, so zu sein wie er. Mein Held, mein Hero, da oben zu stehen, von den Frauen begehrt, von den Männern beneidet. Und dann das wäre Platz gewesen. Ich wäre auf dem Toilettenboden niedergesunken und hätte dem Allmächtigen noch an Ort und Stelle für dieses Wunder gedankt. Denn nur ein Wunder kommt, um ein Wunder kommt es sich handeln. Hier zu stehen in diesem Hinterwäldlernest, neben dem Verehrten, dem Einzigen, dem Wahrhaftigen. Noch dazu unter Bewerkstelligung einer echten Männersache. Was hatte ich zuvor noch geflucht, als ich bemerkte, dass ich mich verfahren hatte? Und dann diese Fügung. Das konnte kein Zufall sein. Das war Bestimmung. Und er war es. Jawohl. Er war es. Zweifel ausgeschlossen. Der hohe Wuchs, die breiten Schultern, der raubtierhafte Blick aus durchdringend blauen Augen, das dunkelblonde Haar lässig in die Stirn geworfen, der leidenschaftliche Mund und, ja, da war sie, der eindeutige und unwiederbringliche Beweis seiner Identität. Die kleine, markante Narbe unterhalb des linken Jochbeins. Sein Markenzeichen. Fast wäre mir vor Aufregung mein kleiner Manitou aus der Hand geflupscht, als ich bemerkte, um wen es sich da neben mir handelte. Und all meine Beherrschung war notwendig, um mich wieder einzukriegen. Dennoch, und obwohl ich für gewöhnlich nicht mehr zum Voyeurismus neige, als jeder andere auch, wanderte mein Blick wie von einem Magneten gesteuert in die untere Etage meines Idols. Ich musste einfach wissen, ob sein Johannes seiner männlichen Ausstrahlung ebenbürtig war. Von einem Alpha-Männchen wie ihm machte ich mich darauf gefasst, zwischen seinen Lenden nichts weniger als eine Art Torpedo, einen Rambock, eine Panzerabwehrrakete zu erblicken. Ja! Ja. Ja, aber was war das? Dieses Dinglein, das der schüchtern und ängstlich in eine vor Testosteron strotzende Männerwelt blickte. Dieses mitleiderregende kleine Würmchen zwischen Daumen und Zeigefingern meines Idols. Dieses halbe Portionchen, dieses abgebrochene Würstchen, dieses Pomfritchen. Dass er, der Wahrhafte, der Wahrhaftige, der Unerreichte, nur vorsichtig ausschüttelte und dann sorgsam zwischen seinen Adonisschenkeln betete. Ich war perplex.
Ich konnte es nicht fassen. Eben war eine Welt für mich in Trümmer gegangen. Benommen wie unter Drogen verließ ich nach einer Weile die Toilette und machte mich wie in Trance auf den Weg zu meinem Auto. Als ich gerade den Gastgarten durchschritt, versperrte mir die Wirtin forsch den Weg und fragte kopfschüttelnd, ob ich nicht gedächte, anstandshalber und der guten Sitten willen und weil ja auch noch andere Gäste anwesend wären, meinen vorwitzigen Sportsfreund einzupacken. Danke. Recht vielen Dank.